Hallöchen, ihr wunderschönen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Stable Online. In der letzten Folge haben wir erfolgreich Pamelas Bienen beruhigt, die von Alberta ein bisschen, ja, verärgert wurden. Und heute machen wir hier auch direkt weiter und ich bin jetzt mal gespannt, was Pamela von mir möchte. Vielleicht kann man jetzt endlich etwas Ruhe und Frieden haben. Tut mir leid, Lara. Ich weiß nicht, wo Albert dahin ist. Oh, hast du das gehört, Lara? Kann es sein, dass er Albert da gefunden hat und Angst vor einer Spinne hat? So lange hat er Frieden gehalten. Das klingt so, ob Kelly wieder am Start ist. Lara, könntest du vielleicht drüber reiten und sehen, wie es bei Kelly läuft? Oder sie zumindest fragen, ob sie sich ein wenig beruhigen kann? Ha, ob das gefährlich ist? Ich kann dir versprechen, bei Kelly ist alles immer sehr chaotisch. Gefährlich und chaotisch. Danke, dass du auch mal nach ihr schaust. Weißt du, wie knapp das war? Ich konnte gerade so entwischen. Ah. Du willst nicht wissen, was passiert ist. Diese Alberta, sie ist passiert. Ich war gerade dabei, sie zu streicheln. Und auf einmal taucht aus dem Nichts ihre Fangzähne auf. Ich konnte ihnen nur mit Mühe und Not entkommen. Wo ist sie jetzt so? Ich wurde fast zu Tode gebissen. Und du willst wissen, wo der Harper hingelaufen ist? Wenn du es unbedingt wissen musst, sie ist hinter das Haus gelaufen, wo ihr Pech normalerweise ist. Danke. Hinter welches Haus? Hinter das Haus? Alberta, kleine süße Spinne. Ja, guck mal, da ist sie doch. Oh, ist die süß. Na, no. Was bist du denn Süßes? Also ich mag ja keine Spinne, aber die ist wirklich süß. Das muss Alberta sein. Alberta wirkt etwas vanös. Du hast keine Fangzähne entdeckt, so wie Kelly sagte. Vielleicht solltest du sie nehmen und zurück zu Professor Hayden bringen. Alberta präsentiert ihre großen Fangzähne und du hast in letzter Sekunde entkommen. Was ist, wenn die Zungenmischung Alberta beruhigen kann? So, ja. Dann müssen wir nochmal mit der guten Pamela reden wahrscheinlich. Also hat Alberta doch ganz schön böse Fangzähne. Auch wenn sie so klein und süß aussieht. Schon zurück? Hast du den kleinen Nichten aus Alberta gefunden? Was? Du sagst, als dass Alberta versucht hat, dich zu attackieren? Du machst Witze, Lara. Also, naja, natürlich glaube ich dir, versteh mich nicht falsch. Auch wenn ich sie nicht sonderlich mag, hätte ich niemals gedacht, dass sie jemanden attackiert. Alberta war schon immer frech und ist immer auch nur auf Unsinn aus. Sie ist alles, aber doch nicht aggressiv. Du willst den Rest von der Zuckermischung haben, sagst du? Klar, was brauchst du dafür? Was für eine tolle Idee. Wenn es den Bienen beruhigt hatte, wenn es die Bienen beruhigen konnte, dann vielleicht auch Alberta. Du kannst zumindest versuchen, ihr etwas davon zu geben. Mal sehen, was passiert. Genau, und dann schauen wir doch, ob wir die Kleine ein bisschen damit beruhigen können. Sie ist abgehauen. Wo ist Alberta jetzt? Sie war genau hier. Alberta muss davongelaufen sein und sich versteckt haben, nachdem du zu Pamela gegangen bist. Aber du hast das Gefühl, dass sie nicht weit gekommen sein kann. Du hast ein seltsames Gefühl. Am besten findest du sie so schnell, wie du kannst. Okay. Ja, wo könnte diese kleine Spinne sein? Ich finde es interessant. Wir sind hier
Und ein Ring ist extrem weit weg. Warum auch immer. Also vielleicht ein bisschen weit weg, oder? Deswegen suche ich wirklich erstmal hier in der näheren Umgebung. Und hoffe einfach mal, dass sie hier irgendwo ist. Aber wo genau kann sie denn hier sein? Die ganzen Kreise sehe ich irgendwie gar nicht. Da glitzert noch was. Ne, doch nicht, das ist auch nur Holz. Ups. Aber wirklich, wo kann sie jetzt noch sein? Hä? Es sind doch voll viele Kreise. Sie muss ja... Ach, guck mal, hier ist noch eine Kleinigkeit. Hier ist aber auch nichts Interessantes. Hier vielleicht noch irgendwo was? Hier ist noch was? Nichts Interessantes gefunden. Vielleicht ist er ja wirklich genau dort oben bei Silverkleid in der Ecke. Das ist ja schon ganz schön merkwürdig. Haben wir ja wirklich sehr, sehr schnell vorangekrochen. So. Könnte die Kleine denn noch sein? So gut erkennt man das tatsächlich gar nicht auf der Karte. Hier ist noch ein Versteck. Auch wieder nichts. Ich finde es sehr komisch, weil hier sind doch eigentlich diese Kreise. Müsste denn hier nicht auch irgendwas zum Andrücken sein? Sehr merkwürdig. Das verstehe ich gerade wirklich überhaupt nicht. Ich bin doch hier jetzt wirklich bei diesen komischen Kreisen. Reite ich die ganze Zeit an dem Zeug vorbei? Ich verstehe es irgendwie nicht. Ups, okay, das war jetzt gerade ein bisschen komisch. Aber hier stehe ich doch jetzt genau in so einem... Ach, guck mal hier oben. Ja, da bin ich wahrscheinlich gerade wirklich drauf geraten. Gut, hier ist auch nichts Interessantes. Dann springen wir mal hier drüber. Ach, da ist auch noch was im Gebüsch. Oh Gott, das ist sehr gut. Nee, doch nicht. Hä? Nee, das waren nur die Steine, die so ein bisschen wie dieses leichte Glitzer ausgesehen haben. Kann das Ding noch sein? Hier ist noch... Nee, das war wieder nur das Hals. Oh Gott, diese Täuschung immer. Vielleicht hier oben noch bei der Mühle irgendwo? Nee, hä? Also jetzt bin ich wirklich sehr verwirrt. Ich meine, gerade bin ich auch nicht bei einem Kreis, das weiß ich, aber... Hier zum Beispiel wird mir jetzt wieder was angezeigt, dass ich hier eigentlich irgendwo sein müsste. Ist gerade wirklich nicht so angenehm in diesem Mondsicheldorf hier. Oh Gott. Kann denn das noch sein? Hier unten ist ein Stern. Interessant. Okay, dann hole ich mir den wenigstens mal. Da drüben gerade noch was geglitzert? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, wieso bleibt man denn da drinnen stehen, wenn ich springe? Hier drüben kann aber gar nichts sein, weil... Hört denn das... Die Ringe auch schon wieder auf? Ach, guck mal, da ist noch was. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Aber jetzt bin ich erstmal wieder ein bisschen... Ja, das Übliche halt. Ich fand's ein bisschen nervig. Wo
ist denn diese kleine Spinne? So nervig, dieses kleine Tier. Wirklich, jetzt schon. Jetzt nervt sie mich schon. Und ich muss ja dann auch total viele ihrer kleinen Verwandten finden. Ah, da ist Alberta, ja nett. Gott, dieses kleine hyperaktive Wesen. Ja. Du siehst ja Alberta an den Nektar im Schorneck. Zumindest zusammen kehrt ihr an die Stelle zurück, an die du sie zuerst gesehen hast. Vielleicht kannst du sie bald schon nach Hause bringen. Okay, komm. Alberta scheint sich beruhigt zu haben. Sie schaut dich mit ihren großen gelben Augen an und du hast im Gefühl, dass sie jetzt nur noch nach Hause möchte. Du solltest sie auf den Rücken von Moon Princess setzen und sie nach Hause zu Professor Hayden bringen. Okay, dann machen wir das. Dazu musste ich hier oben, glaube ich, rum. Festhalten, kleiner Alberta. Ich glaube, damit hat sie kein Problem. Meine kleine Moon Princess. Was ich jetzt auch cool finde, ist, dass ja noch neue Pferde noch reingekommen sind. Ich bin nochmal gespannt, ob morgen neue Pferde reinkommen. Und dann auch je nachdem, wird es vielleicht morgen auch ein Pferdekauf-Video geben. Meine Star-Coins tun mir jetzt schon wahnsinnig leid. Ach ja, aber naja gut, das machen wir schon irgendwie. So. Alberta, mein kleines Zuckerstück. Wo hast du nur gesteckt, kleine Prinzessin? Mein Zuckerstück, wo bist du denn wohin? Nanu? Aber Alberta, ich bin es doch. Warum zischst du mich denn so an? Ist dir vielleicht kalt, mein Zuckerstück? Natürlich sollte dir nicht kalt sein. Ganz ruhig, Zuckerstück. Ich hol dir eine Decke. Meine kleine Prinzessin, ich hol dir eine Decke. Bleib ruhig. Du willst die Decke holen, Lara? Sie liegt in meinem Rucksack, beim Zelt. Was ist denn nun los mit der kleinen Maus? Hier hast du sie, meine kleine Prinzessin. Deine Lieblingsdecke. Ruhig, leg sie um sie herum. Au, Alberta, was tust du? Ich dachte, du willst eine Decke. Oder bist du durstig? Oder hungrig? Oder... Was sagst du, Lara? Mit Alberta soll etwas nicht in Ordnung sein? Nur weil sie keine Decke will, heißt das nicht, dass etwas mit dir nicht stimmt. Würdest du bei dieser Hitze eine Decke wollen? Eben. Zuckerstück, hab keine Angst. Ich wollte nicht laut werden. Du brauchst keine Decke, wenn du keine möchtest. Willst du etwas essen? Vielleicht kann ich dir einen schönen Tee machen. Oder wir schauen uns zusammen Frösche an. Willst du nach Fröschen suchen? Mit Alberta ist alles in Ordnung, Lara. Wenn du so etwas sagst, kannst du auch gleich gehen. Ich und Alberta gehen auf Frösche suche. Du kannst es kaum abwarten, was? Am besten kommst du morgen wieder, um sicherzugehen, dass alles okay ist mit Alberta und Professor Hayden. Okay, gut. Dann ist es jetzt, denke ich, auch an der Zeit, mich von euch zu verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann als nächstes zur neuen Folge wieder. Hier bei Professor Hayden und Alberta. Aber wie gesagt, erst je nachdem, was im nächsten Update morgen reinkommt, machen wir dann übermorgen halt mit den einen oder mit den anderen weiter. Aber damit geht es hier auf jeden Fall demnächst auch weiter. Und ja, bis dahin, habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und bis dahin.